Hey Leute, wir machen heute eine völlig verrückte Challenge in Clash Royale. Und zwar werden wir heute blind unser Deck zusammenbauen. Das heißt, wir haben hier ein völlig leeres Deck und haben insgesamt 106 Karten in Clash Royale. Auf diesem Account haben wir alle Karten, also inklusive auch aller Champions. Und das bedeutet, wir gehen heute in eine Grand Challenge. Dort können wir bis zu 1100 Karten gewinnen. Das ist die größte Truhe im Spiel. Und schauen, wie weit wir kommen. Das Niveau ist aktuell ziemlich oder sehr, sehr hoch in den Challenges, weil vor allem die Pros dort eben üben. Also würde ich sagen, auf geht's. Wir legen los, direkt hier blind, machen hier zufällige Sortierung und wählen die erste Karte aus. Hoffentlich haben wir Glück und wir bekommen den Ice School. Mal schauen. Also hoffentlich kriegen wir vor allem Win Conditions oder auch ein paar Zauber oder auch Karten gegen Luft zum Beispiel. Aber es kann natürlich völlig zufällig sein. Als sechstes haben wir den Ballon, das passt schon mal sehr gut. Und als drittes haben wir den Fischer. Das ist sogar einigermaßen so, wird das sogar gespielt. Das könnte echt ganz gut werden direkt am Anfang. E-Babs, auch nochmal defensiv, jetzt haben wir auch Schaden. Jetzt noch was gegen Luft wäre ganz geil. Oder ein Zauber? Na gut, Skelette. Komm, Luft oder Zauber? X-Bogen? Zwei Karten sind noch offen, bitte. Zauber. Flugmaschine, Luft, aber gegen Luft. Und als letztes jetzt noch ein guter Zauber, da bin ich zufrieden. Erdbeben. Passt nicht so ganz. Das ist unser Deck, 3,8er Cycle. Ich würde sagen, wir gehen rein. Mit jedem Sieg kriegen wir mehr Karten und mehr Gold. Okay, auf geht's. Wir sind drin im ersten Match. Wir haben ein relativ teures Deck, aber ich will trotzdem nicht zu sehr auf die doppelte Elixierphase setzen. Ich glaube, wir gehen eher so ein bisschen über Ballon Cycle oder vielleicht mit einem defensiven X-Bogen. Kommt aber auch ein bisschen auf die Matchups an. Mal schauen. Okay, der Gegner spielt sehr, sehr vorsichtig. Wir haben jetzt schon einen guten Elixiervorsprung deswegen. Und deswegen gehen wir jetzt ausnahmsweise auch mal direkt hier rein. Wir bringen eine Fischer. Der kann jetzt hier auch schon mal ganz gut blocken und das könnte tatsächlich schon mal nicht schlecht werden. Wir kriegen jetzt hier ausnahmsweise mal ein Erdbeben. Ah, der Erdbeben, vielleicht. Wir kriegen eine kleine Connection raus, ist in Ordnung. Das ist ein großes Problem. Wir haben nämlich keinen kleinen Zauber. Trotzdem war die Verteidigung, denke ich, echt noch ganz gut. Ich meine, wir haben Skelette genutzt und halt, wir hatten halt nicht Skelette und eine Eiskohle. Der Gegner gerade wäre sehr offensiv. Wir versuchen das jetzt auch. Wir bringen, nein, in den Sparky rein. Also aber außerdem auch ein Sparky spielt, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir kriegen aber trotzdem guten Schaden raus. Er bringt immer noch eine Valkyrie. Und es könnte sogar in Ordnung gehen. Wir schauen mal. Wir bringen jetzt hier den Fischer rein. Er kann auch die Valkyrie schon wegziehen. Und dann haben wir Skelette und wir haben Eisgolem. Es könnte, wie gesagt, wirklich klar gehen. Mal schauen. So, jetzt bringen wir hier einen Eisgolem schnell noch rein. Und jetzt halt richtig gute Skelette. Die sind jetzt ganz wichtig, dass wir die jetzt nicht failen. Sehr gut. Aber der Eisgolem war halt ein bisschen gefällt, aber ich glaube. Jetzt ein Ballon! Wenn er. Kriegt er noch einen Hit raus? Oh, ja, aber ist egal. Ist, glaube ich, echt egal. Das Ding ist, wir kriegen jetzt hoffentlich auf der linken Seite den Turm irgendwie. Das ist die Frage halt. Ich hatte überlegt, auch ein Erdbeben zu bringen. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Ich glaube, der Erdbeben wäre sogar smart gewesen. Ja, wir hätten, glaube ich, einen Turm bekommen. Wir müssen es hoffen, dass wir irgendwie den Turm kriegen können. Ich glaube, ich... Warte, echt? Soll ich ihn versuchen? Nee, ich lasse es erst. Ich wollte echt überlegen, ob wir einen offensiven Expo reinbringen. Ich glaube, wir sollten echt lieber mit Dings arbeiten. Wie heißt es? Mit dem Ballon arbeiten. Ich versuche es gleich mal. Wir machen jetzt hier Druck und bringen jetzt hier einfach unseren Push rein. Ich glaube, er wird überfordert sein. Wir haben jetzt hier richtig viel am Start. Er bringt jetzt hier einen ganz, ganz komischen Sparky. Sehr gut, der Fischer ist auch noch am Start. Jetzt bringen wir, würde ich sagen, eher keine Erdbeben. Ich glaube, wir haben ihn auf beiden Seiten. Der Ballon ist dran. Wir haben jetzt hier gleich Skellies auf den Sparky. Und er kann, glaube ich, wenig machen. Hier blocken wir nochmal mit dem Fischer einfach sehr entspannt. Und das erste Game haben wir. Das Deck ging auch so echt in Ordnung, muss man wirklich sagen. Ja, letzte Verteidigung nochmal und damit stehen wir 1:0. Zweites Deck und wir müssen wieder blind auswählen. Auf geht's und wir haben den Riesen. Riesen ist übrigens meine Lieblingskarte im Spiel, lange Zeit gewesen oder immer noch. Dazu bekommen wir den Dark Prince. Riese Dark Prince ist sogar eine richtig normale Kombi, wie geil. Wir wählen mal ganz unten aus und haben den Königsgeist. Dann Minions, sehr gut, das ist gut. Auch jetzt noch vielleicht noch ein Spell oder so jetzt gut. Paul, WTF, das ist übel gut, hä? Das ist richtig gut mit dem Bomber jetzt auch noch. Okay, zwei Karten offen. Wir müssen genau sehen. Ich schummel wirklich nicht. Man sieht es ja auch hier. Friedhof. Hä? Was? Und die letzte Karte ist... Mega Lacker. Das Deck ist übel gut. Also das Deck sieht wirklich absolut krass und völlig in Ordnung aus. Wir haben keine Schwächen auch. Ich habe vielleicht ein bisschen zu wenig Damage drin. Und wir stehen 1-0 und können wieder mehr Karten gewinnen. Okay, das sieht aber ziemlich nach einem E-Sports-Spieler aus. Wolf Gaming. Hört sich echt gefährlich an. Mal schauen. Das Ding ist, unser Ziel wird übrigens sein, mindestens 6 Siege zu schaffen. Nur schon mal als Info. Und wir sollten, glaube ich, auf jeden Fall auch in der einfachen Elixierphase schon Druck mit dem Deck machen. Okay, wir gehen mal direkt an die Brücke rein und testen einfach mal, was der Gegner so spielt. Es könnte aber leider Expo sein, ne? Dann wär's. Und auch das Mega Man wird direkt gefaced. Es geht aber in Ordnung, aber er hat, boah, der hat echt einiges defensiv. Oh mein Gott. Was hat der denn alles? Aber ein paar Skelette connecten, der muss auch noch einen Log setzen. Ich glaube, es ist völlig in Ordnung für uns. Defensiv ist sowieso entspannt, ne? Wir haben auch einen Dark Prince, wir haben Minions, Königsgeist, da können wir auch gut Druck machen. Also ich bin echt zufrieden mit dem Deck, muss ich wirklich sagen. Ich bringe mal einen Bomber vor den Dark Prince. Das könnte halt echt ganz gut funktionieren. Er muss es hier gut deffen, aber hat er gut gemacht. Wir sind in der doppelten Elixierphase. Jetzt können wir eigentlich als... Och nein, das ist das Deck von ihm.
Also seine Win Condition ist so Spell Cycle einfach. Okay, dann gehen wir einfach mit Riesitz rein. Und ich glaube, wir sollten halt so oft, es geht unseren Poison rüber haben, ne? Auf jeden Fall. So, Poison drauf, treffen auch den Tessa schön. Der geht tatsächlich zuerst auf den Dark Prince. Ist das jetzt gut oder schlecht gewesen? Ich glaube, es ist sogar gut. Die Skellies machen echt einen guten Job und der Riese kann nämlich jetzt noch richtig viel Druck machen. Ist ja gut für uns. Jetzt kriege ich einfach einen defensiven Königsgeist, würde ich sagen. Passt. Okay. Wir dürfen ihm halt keine guten Raketen ermöglichen. Das sollte uns aber eigentlich nicht so schwer fallen. Jetzt können wir hier einfach unseren Riesen direkt reinbringen. Jetzt warten wir kurz ab, bringen jetzt unseren Friedhof rein und hauen ihn wieder einen richtig schönen Poison drüber. Klar, wir werden natürlich jetzt hier chippen mit seinem nervigen Dings da, wie heißt denn der? Miner. Aber wir sind dran, wir werden mehr Schaden als er machen, auf jeden Fall. Und das könnte schon der entscheidende Riese-Push werden. Er wird jetzt wahrscheinlich Probleme kriegen in der Verteidigung, hoffe ich mal zumindest. Wir hauen auf jeden Fall noch einen Poison drüber, einfach auch ein bisschen Schaden zu machen. Und das könnte schon fast ausreichen. Ein paar Skelette noch, dann wären wir schon genug dran. Genau, dann sind wir genug dran. Da sind wir jetzt in Poison-Reichweite nämlich. Jetzt bringen wir gleich einfach einen defensiven Dark Prince. Ich bringe jetzt hier schon mal einen Königsgeist defensiv, genau, sehr schön. Und damit gewinnen wir hier das erste Match und das war auch wirklich ein absolut geiles Deck. Wir stehen 2-0. Und der Gegner hat 20 Siege geholt, das war wirklich ein E-Sports-Spieler. Wir kommen zum dritten Deck, hoffentlich haben wir jetzt genauso viel Glück. Ich würde sagen, erste Karte, bitte irgendwas Geiles. Feuerball ist schon mal gut. Dazu den Fischer. Bisher kann ich wenig zu sagen, aber jetzt kriegen wir E-Warps, ja okay. Die vierte Karte ist der Blitz. Zappies, nein. Guards? Die letzten zwei Karten müssen jetzt carryen. Wir kriegen Erdbeben. Nein. Oh mein Gott, wir brauchen jetzt irgendwas. Bitte irgendwas Sinnvolles, was Schaden macht. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Das ist völlig sinnlos, das Deck. Okay, auch der Gegner sieht wieder sehr gefährlich aus. Ich kann seinen Namen nicht lesen. Er hat keinen Clan. Es könnte halt wieder ein E-Sports-Spieler sein. Okay, ich weiß wirklich nicht, was wir machen sollen. Wir bringen mal einen Fischer vielleicht erstmal. Das Deck ist total sinnlos. Wir haben keine Win-Condition, haben nur Spam. Aber haben zumindest ein paar Zauber. Okay, wir cyclen mal ein Erdbeben auf die Mutterhexe rüber, oder? Ist das ein Play? Ich weiß es nicht. Wir hätten Feuerball halt leider nicht im Cycle gehabt. Oh, nein, 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 nein. Das ist jetzt überhaupt nicht gut. Das ist jetzt so ein dummes Timing gewesen, aber auch. Okay, dann machen wir jetzt sowas, würde ich sagen. Machen wir sowas und bringen einfach noch den... Ja, auch einen Ticken zu spät, aber es geht noch. Es geht noch, sehr gut. Also, meine Idee ist folgende. Wir cyclen Spells rüber. Das ist meine Idee aktuell. Ich meine, wir haben ja schon ein paar Zauber, mit denen wir was anfangen können. Gerade der Feuerball gegen die Mutterhexe könnte halt echt schon ziemlich nice werden. Und auch hier können wir die easy abfangen. Das war sehr gut für uns. Jetzt warten wir ganz kurz ab. Vielleicht lassen wir noch so kurz... Ah, ne, egal. Wollte nicht einen connecten lassen, aber es ist schon ein bisschen zu spät gewesen. Aber die splitten sich jetzt hier auch sehr schön. Und dann muss ich auf jeden Fall verteidigen. Nein, oh nee, das ist so einer. Oh mein Gott, ja, das ist... Ich glaube, das ist echt... Also so wie er spielt, würde ich mal drauf wetten, dass es ein Pro ist. Man weiß es natürlich nicht. Aber jetzt haben wir hier den Feuerball. Das könnte sogar eventuell... der eine Wächter könnte vielleicht doch connecten. Komm, es geht. Da gibt es direkt ein Erdbeben. Also wir haben schon ein paar Karten, ne? Also das Ding ist, der King Tower ist an, aber wir wollen ja sowieso eigentlich nur Spells cyclen. Ja, okay, er spielt halt wirklich das... Okay, okay, das ist... Aber schaut auf unsere Karten. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben vor allem auch den Fisch... Also wir haben eigentlich echt krasse Karten gegen ihn. Man sieht es ja auf einen Blick. Wir können jetzt hier E-Bubs einfach schon mal defensiv bringen. Dann haben wir hier Zappies gleich zum Stun. Dann gibt es hier den brutalsten Lightning aller Zeiten. Okay, das hat übrigens auch wehgetan, was er da mit uns gemacht hat, muss ich sagen. Dann brauchen wir jetzt hier auf jeden Fall noch einen Fischer schnell. Und hier nochmal einen defensiven Feuerball, dann müsste es eigentlich einigermaßen in Ordnung gehen, oder? Hä, was hat der Fischer da gemacht? Der ist gelaufen, lol. So, nächste Verteidigung. Wir versuchen jetzt hier erstmal das Barbarenfass rauszubaiten. Schaffen wir auch, sehr schön. Und jetzt machen wir hier folgende. Wir bringen jetzt hier einfach den Fischer ran. Fischer, geht's bitte, 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 geh auf den Typen. Danke. Wäre ich da noch vor... ist spät, egal. Aber das haben wir verteidigt bekommen. Wir haben die Verteidigung, die wir brauchen. Die Frage ist halt, wie wollen wir Schaden machen? Das frage ich mich gerade noch. Einen Grabstein können wir direkt mit dem Erdbeben ausschalten. Hier haben wir jetzt eine Goblin-Gang, das geht in Ordnung. Er muss es wirklich auch... Ah, er wird jetzt einen Goldenen Ritter zünden, stimmt, habe ich vergessen. Wobei, er muss aufpassen, wir sind dran. Okay, ich bin sehr gespannt, ob wir es jetzt schaffen können. So, wir haben jetzt hier einfach gleich einen Fischer, damit können wir alles rüberziehen. Wir vielleicht ein Lightning draufbringen, aber bis dahin ist eh schon alles down. Das ist gut. Ich glaube, wir kontern den komplett weg mit unserem Deck. Jetzt gibt es hier einen richtig guten Fischer. Jetzt hat er auch kein Dings mehr. Er muss es hier verteidigen auch, er muss aufpassen. Der wird rübergezogen. Hier gibt es ein Erdbeben drauf. Hier haben wir die Wächter. Das war's. Der wird absolut keine Chance haben. Jetzt haben wir nochmal schön Lightning rüber, die letzten Sekunden. Bringen wir nochmal einen Fischer. Das haben wir gewonnen. Wir haben totalen Konter gegen Hähnstein. Wie lucky. Wir stehen 3-0. 3000 Gold. Ich wollte mindestens 5 Siege. Damit kommen wir zu unserem vierten Deck. Bisher hatten wir echt viel Glück, vor allem mit den Matchups. Und wir kriegen Dark Prince. Sehr gut. Plus Dark Goblin. Skelette. Guter Cycle. Zappies. Koboldfass, let's go. Ich hätte es gerade eben schon fast gehabt. Ich habe es leider nicht richtig drauf getippt. Das Deck sieht bisher absolut genial aus. Jetzt noch ein geiler Spell. Flugmaschine. Oder wir gehen Richtung Feuerball-Bait vielleicht mit Schweinchen? Nee. Test aber auch gut, noch besser. Und jetzt noch so ein richtig geiler Spell, komm. Kanonenkarre. Das Deck ist trotzdem wirklich gut. Das ist blind ausgewählt.
Okay, ich glaube, er trollt ein bisschen. Er schreibt well played, obwohl wir nur einen Zug gemacht haben. Keine Ahnung, was da los ist bei ihm. Also, Gegner hat auf jeden Fall schon mal Barbarenfass. Ohne ein Lightning. Aber er hat jetzt kein Barbarenfass mehr im Cycle. Also, wenn wir jetzt hier was. Hat er jetzt nicht Probleme? Mal schauen. Wenn die Seppi ist jetzt auch noch hier stun. Ich bin da gespannt. Wir machen auch jetzt brutal viel Schaden direkt, oder? Das ist übel gut. Was ist denn das für ein Start gewesen von ihm? Also, er hat auf jeden Fall Bock auf Emotes. Dann machen wir mal mit und machen mal den dämmenden Magier und geben ihn auch mal. Aber er haut auch immer richtig nett seinen Barbarenfass raus. Das ist so gut für uns als Bait-Spieler. Dann machen wir jetzt einfach den dümmsten Play an die Brücke, einfach Kobold fast kennen kann. Er hat jetzt keinen Dings mehr im Cycle. Aber irgendwie laggt das Spiel noch gerade leicht, aber es geht. Er kann nichts machen, er kann nichts machen. Es kostet auch sau viel Elixier, die Valkyrie ist auch total gefällt gewesen. Haben wir. Jetzt wäre eigentlich noch Zeit, den King Tower zu aktivieren, wenn wir es schaffen würden. Mal schauen, zack. Jetzt noch Skellies rein, das ist so clean, seht euch das an. Oh mein Gott. Und jetzt nochmal Barnfoss drauf, das war so eine schöne Verteidigung. Die Kencard war eigentlich echt ein bisschen fail, muss ich ehrlich sein, die war gar nichts. Trotzdem, wir sind dran und er macht das irgendwie gerade. Er macht auch irgendwie gerade gar nichts. Wir haben so gut wie gewonnen. So, jetzt mal zum Ende. Bringen wir nochmal einen Tesla. Dann bringen wir hier einen spannenden Dark Prince davor. Das ist so gut. Das ist auch wirklich eine so unfassbar gute Verteidigung halt für uns, die wir auch hier haben. Seht euch das halt an. Wahnsinn. Wunderschöne Verteidigung nochmal. Und jetzt gibt es zum Abschluss sogar nochmal eine richtig schöne Offensive mit Kanonenkarre und dem Koboldfass. Und das haben wir total clean gewonnen. Wahnsinn. Vierter Sieg. Wir stehen bisher wirklich 4 zu 0. Ich glaube nicht, dass es so weitergeht. Wir hatten echt, ich sag's immer wieder, wirklich krasses Glück mit den Decks. Also vor allem mit diesem einen Fischer-Typen. Da war unser Deck eigentlich schlecht, aber mal schauen, was wir jetzt kriegen. Wir kriegen 3 Musketiere, das ist schon mal sehr gut. Die sind in der Win-Condition und sind defensiv gut. Dann Elixier-Golem noch. Das kann es, mal schauen. Lava und nein, 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 nein. Das geht in eine sehr, sehr schwierige Richtung gerade. Noch Musketieren, es geht. Jetzt ein paar günstige Cycle-Karten vielleicht. So Skellies. Nee, Dart Goblin. Hawk Rider, oh nee. 2 Karten noch. Nein, 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 jetzt sind nur Win Conditions. Ich fasse es nicht. Die letzte Karte ist der Eismagier. Wir haben. Oh nee. Okay, ich muss ehrlich sein, also das sieht jetzt wirklich nicht gut aus. Okay, wir sind drin im Spiel. Wir haben ein sehr, sehr teures Deck. Wir müssen extrem vorsichtig sein. Wir haben fast nur Win Conditions, aber wenn wir gewinnen, hätten wir den 5. Sieg. Wir gehen direkt rein. Wir müssen. Ich habe gerade auch gesagt, wir müssen defensiv bleiben, aber wir müssen jetzt hier reingehen, weil der Bowler ist draußen und es bietet sich einfach zu sehr an. Okay, also Gegner scheint Pfeile zu spielen und. Bowler und Tesla. Mal schauen. Ich weiß, ich muss es hier. Ich weiß, es sieht total bescheuert aus. Ich muss jetzt eigentlich hier irgendwas davor spielen. Oh je. Aber ich glaube, er hat jetzt gerade kein Elixier. Wenn jetzt die Kleckse nicht direkt sterben, könnte er ein Problem kriegen. Aber er hat den nächsten Bowler zu ready. Leider. Wir bringen jetzt einen Hawk davor. Und wenn der jetzt. Oh mein Gott, der Bowler. Oh mein Gott, die ganzen Truppen. Was ist denn das? Nein, 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 der Einheit. Egal, der Eismagier überlebt es noch, weil der Bowler hat auch überlebt. Er hat kein Elixier. Und der Turm ist sowieso weg. Wir gehen jetzt. Was? Schlau auf der anderen Seite reinzugehen? Ich weiß es nicht. Wir sind einfach, egal. Ich glaube, er hat kein Elixier gerade, deswegen. Ich könnte noch einen Dart-Goblin nachschieben. Ich warte mal ab, ja. Das gibt's nicht. Er hat wirklich überhaupt gar kein Elixier gehabt. Wir haben ihn komplett. Ich weiß nicht, ob es schlau war, dass wir auf die andere Seite reingegangen sind. Aber ich glaube, wir werden es hoffentlich eh irgendwie schaffen, nochmal Schaden zu machen. Mal schauen. Wir dürfen jetzt hier auch so, damit hoffentlich auch alles überleben. Zack. Der ist gestorben, egal. Okay, er hat noch ein Lightning gespielt. Das ist in Ordnung. Der Eismagier trifft mit seinem Flächenschaden gerade. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir noch einen Dart-Goblin. Der wird hoffentlich einiges machen. Ich habe jetzt echt nur Angst, wie wir das verteidigen wollen. Ja, das Pfeile, okay. Dann bringen wir jetzt, würde ich sagen, den Elixiergolem zum Kiten. Und bringen hier eine Musketierin. Okay, das sollte hoffentlich in Ordnung gehen, einigermaßen. Das ist als. Wir hätten, glaube ich, echt direkt vorne auf 1-0 gehen sollen. Ne? Das war wirklich nicht schlau von uns. Jetzt haben wir nochmal einen richtigen Struggle. Vor allem auch Lightning. Kann ich einen Hawk Offward Jump machen? Klappt das? Und vielleicht noch einen Dart-Goblin direkt an den Tester, dass er ihn absnipen kann? Er hat noch einen Mega-Ritter, das ist nicht sein Ernst. Das ist ja so bitter, oh mein Gott. Als ob er noch. Komm, als ob er noch einen Mega-Ritter spielt. Das ist ja auch wohl ein Witz jetzt. Das ist ja auch so random einfach und total bescheuert. Das kann man sich eigentlich echt nicht ausdenken. Da müssen wir jetzt eigentlich jetzt sowas machen. Aber das Ding ist, er muss krass aufpassen. Wir können. Nein, das haben wir ausgerechnet in der Sekunde im Hawk gesetzt. Kacke, 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 kacke. Das war so unlucky, das war so unlucky. Der Elixiergolem muss jetzt irgendwas machen, komm. Musketieren? Finde ich, Musketieren, bitte. Nein. Nächster Elixiergolem defen. Wir haben halt keinen Spell. Das ist halt jetzt echt ein bisschen schwierig gerade. Okay, was machen wir? Wir bringen jetzt hier die Musketieren. Ich versuche jetzt einfach hier gleich reinzugehen. Der Bowler ist auch draußen, wir gehen sowas von rein. Warten jetzt ab und gehen jetzt an die Brücke rein. Mit Schweinereiter und mit allem, was wir haben. Mega, das ist völlig egal, komm, haben wir. Das ist unglaublich, hier stehen 15-0, wir sind ungeschlagen. Sehr, sehr geiles Spiel, wir stehen wirklich 15-0. Es war auch echt, ne, ich dachte erst, wir müssen eigentlich safe einen Turm haben, allerdings, dass er noch einen Mega-Ritter hatte. Wahnsinn. Wir kommen zum 6. Deck. Bisher läuft es unglaublich. Das Deck gerade eben aber auch eigentlich echt lost. Wir starten mit dem Schweinereiter, das ist ein guter Start. So, jetzt noch so ein paar Support-Truppen. Tornado. Wir bekommen den Ballon. Jetzt wird's wieder kritisch. Mutterhex ist immer noch in Ordnung. Erdbeben. Doch, ist gut mit Hawk. Noch mehr Support, bitte. Dark Prince.
Die letzten zwei Karten. Jetzt mal was Gutes. Wir haben die Heilerin, die passt überhaupt nicht rein. Und als letztes Megaminde, das ist nochmal in Ordnung. Das Deck ist echt kacke, aber es geht. Okay, wir sind im nächsten Match. Schon mal viel Glück an den Gegner und wir können direkt den King Tower aktivieren. Das ist ein entspannter Start für uns. Let's go. Perfekt, super. Nein, zu früh. Musketieren ist draußen, wir versuchen das. Let's go. Bitte klappt das. Das wäre jetzt ganz, ganz wichtig. Jetzt nicht fragen, was hat er defensiv. Das reicht ihm nicht, das ist nicht gut. Das wird ihm nicht viel helfen. Er hat auch ein Feuerball. Das war schon eher gut. Kicken-Hit ist in Ordnung. Mega Man ihn hier defensiv und wir werden wahrscheinlich eine Mutterhex am besten nutzen hier. Ne? Die sollte ja hoffentlich auch ein paar Schweinchen. Bitte, ein paar Schweinchen. Von Schweinchen. Hallo. Nein. Das geht gerade in eine ganz, ganz schlechte Richtung. Das ist gerade ganz, ganz, ganz mies für uns gelaufen, aber auch. Shachi nochmal, was mache ich? Das Match ist so heftig verkackt, ich glaub's nicht. Der Gegner ist eigentlich nicht mal gut, aber ich hab's so verkackt, das gibt's auch gar nicht. Ich habe es ja so gut gespielt heute. Es kann auch werden, wir gehen direkt an die Brücke rein, passt auf. Wir bringen jetzt hier ein Erdbeben auf alles. Mal schauen, vielleicht kann der Dark Prince auch die Hexe so ein bisschen töten. Ja, nee, es wird aber nichts werden. Wenigstens ein Hit zumindest. Immerhin einer. Okay, jetzt haben wir ein Problem, glaube ich. Aber wir haben noch nicht verloren. Ich bringe mal einen defensiven Erdbeben vielleicht. Ja, okay, ich glaube, jetzt wird es echt schwierig werden. Wir können halt unmöglich steffen mit dem Deck, ne? Ey, ja, nee, schade. Das hätten wir besser spielen können, aber wir sehen, unsere Verteidigung war auch einfach zu schlecht mit Heilerin und Dark Prince. Wir hatten zu wenig Schaden. Wir stehen trotzdem immer noch 5:1, aber jetzt müssen wir wirklich wieder gewinnen. Komm, wir sortieren und kriegen Skelettfoss. So, so ein bisschen Bait wäre jetzt gut. Rekruten, ja, so ein bisschen Spam, Bait-Richtung, ja. Pfeile. Bowler, kann man auch machen. Jetzt noch irgendwie noch mehr Spam. Heilerin, nee. Also von der Heilerin habe ich nach dem Match gerade eben echt genug. So, jetzt irgendwie noch eine weitere Win Condition. Ja, das ist ein Mortar. Aber Stack sieht schon sehr random aus. Noch irgendwas gegen Luft wäre, glaube ich, echt wichtig. Skelettkönig, naja. Wir sind drin. Wir müssen jetzt gewinnen. Ansonsten hätten wir schon einen zweiten los. Den wollen wir auf gar keinen Fall kassieren. Viele die Banditin. Wir dürfen dieses Mal nicht so reinfüllen. Das Game gerade eben konnte man echt wegwerfen. Obwohl es natürlich sehr schwierig war, auch vom Deck. Aber diesmal machen wir wieder ein schlechtes Deck. Und ich hoffe, wir werden vor allem... Nein, ach, komm, ein Magier. Wir werden vor allem nicht gegen zu viele Luftkarten spielen, wollte ich gerade sagen. Weil wir haben halt überhaupt nichts gegen Luft in dem Deck drin. Okay, Gegner spielt Hawk. Wir haben zwei Gebäude. Wir haben den Mortar. Und wir haben natürlich auch den Grabstein drin. Ganz normales Deck. Okay, die Banditin ist connected, aber es ist völlig in Ordnung. Wir haben einen Bowler auf der anderen Seite. Und wir haben jetzt hier einen Skelettkönig. Und wenn jetzt hier gleich der Magier raus ist, dann ist es ziemlich nice, glaube ich. Mal schauen. Jetzt warte ich kurz ab. Jetzt bringen wir hier mal ein Skelettfass, würde ich vorschlagen. Ich zünde aber jetzt die Fähigkeit lieber nicht, würde ich sagen. Oder nee, ist ja, glaube ich, dumm. Aber das Skelettfass wird hoffentlich connecten. Und dann hat er, glaube ich, echt ein Problem, oder? Auf der anderen Seite. Nee, er kriegt's noch gedefft. Ah, noch jetzt. Also jetzt sieht es langsam doch sehr schwer für uns aus. Wir können jetzt aber hier einen Grabstein bringen, noch einen Skelettkönig. Ich weiß aber halt nicht, wie dieses Deck irgendwie Schaden machen soll. Das ist doch unmöglich. Wir können schnell eine Heilerin natürlich vor unseren Skelly King schieben. Das war gar nicht mal so schlecht. Da wird es geheilt. Und jetzt hier das Skelettfass, genau. Ich kann halt die ganzen Spam-Fähigkeiten nicht nutzen. Ich kann die unmöglich zünden. Ich meine, das ist halt nur Flächenschaden, was der Typ hat. Er hat das Lock gefällt. Oh mein Gott. Das ist die Chance für uns. Sehr gut. Bowler jetzt nach hinten. Okay, das eröffnet wieder Möglichkeiten. So. Jetzt gibt es hier einfach ganz entspannt die Rekruten nämlich rein. Na, der Feuerball hat leider gesessen. Das war mies. Oh mein Gott, der Feuerball hat so gesessen leider. Nein. Er muss aber auf der anderen Seite aufpassen. Jetzt gibt es hier den Skelly King. Der finisht und wir müssen es rein. Ah, das ist, glaube ich, der Loose leider, ne? Mist, Alter. Das ist halt so schwer gewesen zu deffen. Wir können mal irgendwie reingehen, aber... Lock reicht aus? Reicht es nicht aus? Lock reicht nicht aus! Sekunde mal! Nein. Oh, das wäre so knapp gewesen. Wir stehen 5:2, wir müssen jetzt gewinnen. Das war gerade so hässlich, ich muss gerade mal sagen, ne? Er hat Musketieren, Magier, Valkyrie, Kanone, wir haben keinen Spell und nur Spam. Okay, vielleicht unser letztes Deck, wenn wir gewinnen, hätten wir 6 Siege. Mein Ziel waren ja 5 Siege, also ich bin eigentlich eh schon zufrieden. Aber ich will nochmal gewinnen jetzt, komm. Skelettkönig, nee, mit dem habe ich gerade keine guten Erfahrungen gemacht. Dazu Prinzessin, aber vielleicht haben wir ein gutes Deck. Ich meine, an sich ist die Karte jetzt nicht so schlecht. 3 Musketiere ist gut. Jetzt bitte mal einen Zauber. Nee, ein Zauber. Wir brauchen einen Zauber als Support, bitte. Bogenschützen, ja, top. Jetzt vielleicht? Königsriese. Ja, ist in Ordnung. Jetzt weiß ich jetzt nicht. Passt nicht so ganz zusammen. Viele Distanztruppen. Der Infernoturm passt natürlich perfekt in dieses Deck rein, klar. Und die letzte Karte ist der Prinz. Das Deck ist so teuer. 5,0. Ich fasse es nicht. 5,0 Elixier. Wenn wir das gewinnen,
dann weiß ich auch nicht weiter. Wir müssen auf jeden Fall defensiv bleiben, ne? Ich glaube, so viel ist klar in den ersten beiden Minuten. Und dann auf die doppelte Elixierphase hoffen. So, Gegnerspiel. Wir können reingehen direkt. Was ist das denn? Wir können direkt reingehen. Denn das ist irgendwas, außer noch irgendwas Hässliches. Vielleicht ein Fernodrache oder so. Aber das geht klar. Das ist direkt Bogenschützen an die Brücke. Die können auch direkt angreifen. Barbarenfass war natürlich jetzt sehr, sehr ungemütlich für uns. Ich hoffe, dass die noch stirbt. Nicht ganz. Aber jetzt haben wir hier doch einfach mal einen ganz, ganz guten defensiven Skelettkönig, oder? Er freut sich schon, aber es ist viel zu früh. Nein, die Fähigkeit war kacke. Die Fähigkeit war kacke. Oder die Skelette? Vielleicht bin ich auch ein bisschen den Königsgeist mit der. Nee, die war doch nicht kacke. Alles in Ordnung. Die kann man so bringen, denke ich. Die kann man so bringen. Der Start geht halbwegs in Ordnung. Ja, dass der Königsgeist gerade nicht gekitet wurde, war halt echt ein bisschen unlucky. Das hätte halt echt. Das hätte wirklich passieren können. Jetzt haben wir aber hier einen ganz entspannten Inferno-Turm. Und es geht in Ordnung. Mal schauen. So, ganz klare Sache. Wir werden uns hier nicht irgendwie reinlocken lassen in den ersten beiden Minuten. Wir werden hier schön unsere Inferno-Türme einfach an die Brücke bringen. Sieht jetzt ein bisschen lost aus, aber kann man genauso machen. Und bringe jetzt hier einfach mal unseren Königsriesen rein. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, aber ich glaube... Ja, ich wollte halt auch die Dings beschützen, ne? Ich glaube, es war schon ein Fehler. Naja, mal schauen. Wir zünden uns aber hier auf jeden Fall die Fähigkeit. Das war irgendwie... Gut, ich glaube, wir müssen das hier auch aufpassen. Aber die Frage ist halt eher, wie wir das jetzt deffen wollen. Ich glaube, wir können es nicht deffen. Ja, es ist halt wirklich unmöglich. Ich kann es absolut nicht deffen. Was soll ich machen, ey? Was soll ich machen, ey? King Tower ist an, aber es ist der Turmfeld, ey. Ja, komm, was soll ich machen mit dem Deck? Komm, drei Musketiere nochmal an die Brücke irgendwie. Keine Ahnung. Ja, auch ein Lightning. Das ist wirklich. Die letzten Sekunden und damit haben wir leider auch das Game verloren. Insgesamt haben wir es trotzdem zu 5 Siegen geschafft. Ich muss sagen, wir hätten vielleicht die letzten Games nochmal irgendwie gewinnen können. Aber es war wirklich sehr schwer. An der Stelle wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, gerne ganz unten im Shop meinen Creator-Code eingeben. Jonas, danke für jeden Support. Haut rein, bis zum nächsten Video. Schaut auch gerne im Abspann vorbei. Dort findet ihr weitere Videos vorgeschlagen. Und haut rein. Ciao.